Willkommen zurück zu Charon Zetan Chronicles, ein Spiel von und mit, eigentlich nur mit eurem Let's Play Retro von Sorata, dem guten alten Schilderich, der nicht hier im Let's Play dabei ist. Noch nicht, wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann noch dazu. Es wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn wir Sorata irgendwann mal in diesem Let's Play begrüßen dürfen. Was allerdings jetzt gerade ist, alles noch ein bisschen voraufgenommen. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist, ich muss hier ein bisschen Vorarbeit leisten, was allerdings einfach daran liegt, dass ich jetzt gerade ein bisschen Urlaub habe und nun ja, irgendwann werden andere zeitliche Verpflichtungen kommen. Da muss dann Charon ein bisschen hinten anstehen. Aber na gut, das ist alles Zukunftsgeschwafel. Wir sind aktuell noch in der Gegenwart mit Sai und aktuell auch noch Mara. Wir können uns aber ganz kurz angucken. Eine Dämonin, die sich uns angeschlossen hat. Einfach mal bei Status gucken. Okay, mittlerweile weiß ich schon so ein bisschen, was Streuni meint. Streuni wird wahrscheinlich schon kommentiert haben oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich unterhalte mich ja auch privat mit ihr und allgemein kenne ich ihre Meinung zu Charon und so weiter und ich will mich davon jetzt eigentlich nicht so großartig beeinflussen lassen, sage ich einfach mal. Aber Streuni ist kein großer Freund der Zeichnungen von Sorata. Sie ist der Meinung, dass die Zeichnungen von ihm im Laufe der Zeit hässlicher geworden sind. Wie gesagt, ist ihre Meinung, nicht meine. Ich finde eigentlich, dass die Porträts zumindest, die wir bisher in-game gesehen haben, ziemlich cool ausgesehen haben. Diese Zeichnung hier gefällt mir aber überhaupt nicht. Ich meine, keine Ahnung. Warum hat Mara da so einen extrem komischen Hautlappen? Also ich meine, wenn sie hässlich sein soll, okay, ja, ist auf jeden Fall gelungen. Dieser Hautlappen sieht irgendwie komisch aus. Ziemlich abstoßend auf jeden Fall. Sorry, ich will mich jetzt eigentlich nicht so wirklich darauf konzentrieren, sondern wir wollen uns mal angucken, wie stark sie ist. Kann ich irgendwie mit links und rechts? Ja, natürlich. Im Vergleich zu Sai ist sie auf jeden Fall eher agil und hat mehr Verstand. Ne, ein bisschen mehr Verstand. Auch nicht viel mehr. Sie besitzt einen Dämonendolch, Armschutzklauen und eine Lederrüstung. Das heißt, mir das irgendwie gar nicht so extrem aufgefallen. Ja, Ich muss sagen, irgendwie gefallen mir die Zeichnungen hier beim Status irgendwie überhaupt nicht. Weiß auch nicht. Gefällt mir einfach nicht. Sorry. Sorata. Ich mag die Facets sehr. Ich mag die Facets wirklich sehr. Aber irgendwie so diese Charakterzeichnungen, nee, nicht so wirklich. Egal, wir wollen ein paar Dämonen klatschen. Hier bei Charon Zetan Chronicles Version 0.6. Ein Orgone! Das wäre alles. Und jetzt bringt seine Durchlaucht in Sicherheit. Ach ja, Dämonen und Orgonen und was auch immer, sie klingen irgendwie alle gleich bei mir. So, Befehl! Und nun zu euch! Ihr feierbares Gehör werdet sofort ausrücken und unseren Wachposten zurückerobern. Okay. Ich will euer Geheim aber nicht hören. Ihr seid Krieger des Königreiches Orgonia. Also wagt es ja nicht, die Ehre des Königshauses noch mehr zu beschmutzen. Oh nein, Orgonia, davon habe ich schon so extrem viel gehört. Aber die Menschen, unter ihnen ist ein Ordenskrieger. Sir, ein Ordenskrieger, so etwas können wir nicht besiegen. Und wir haben ihn jetzt laufen und ihn erschlagen. Er wird's bei dem auch nicht anders sein. Doch, Sir, ist der Auserwählte. Worauf wartet ihr denn? Zum Angriff? Vorsicht, die sind schon Level 3. Jetzt hat er auch ein Facet bekommen. Warum hat er ja vorher keins? Aber das gefällt mir eigentlich auch wieder ganz gut. Die Menschen glauben, uns mit nur zwei Leuten besiegen zu können. Zeigt ihnen, wie sehr sie sich irren. Für die Gloria von Organ. Power up! Power up! Power up! Altered Beast! Brrr. Das wollen wir doch erstmal sehen. Und zwar mit einem Wurf, den wir nicht benutzen können. Just why? Warum kann ich ihn jetzt. Ach, wir müssen vielleicht erstmal. Wir müssen erstmal den Kombo-Modus oder so? Oder den Magie-Modus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich erstmal den Kombo-Modus. Ich habe ja leider die Erklärung zu den Kombos nicht gelesen und ich habe es irgendwie auch nicht nachgeholt. Und deswegen. Ach, wir schneiden einfach mal die Gegner. Vielleicht können wir das danach machen, weil davor hatten wir irgendwie dieses Kombo-Ding und. Ja. Das hat ja irgendwie alles gepasst. Cool, und wir sind sofort wieder dran. Und dann kann ich den Magiehagel immer noch nicht einsetzen. Dann probiere ich jetzt einfach den Magie-Shuriken aus. Vielleicht kann ich den danach einsetzen. Au. Au. Jetzt sind wir auch noch verwirrt. Das gefällt mir gar nicht. Diese Orgonen haben es ganz schön drauf. Da muss ich wahrscheinlich erstmal Sai ein bisschen unterstützen.
Ich hoffe einfach mal, wirklich, ich hoffe einfach nur, dass die Verwirrung hier im Spiel nicht nervig ist. Sie hat scheinbar schon wieder aufgehört. Vielleicht war es auch keine Verwirrung, vielleicht waren wir auch einfach nur paralysiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich gleich herausfinden. Ja, wir haben einfach nur eine Runde ausgesetzt, das ist fair. Dann kann ich den Magiehagel immer noch nicht einsetzen, sehr schade. Ich habe irgendwas verpasst, aber na gut. Ach, ich hätte vielleicht Zai heilen sollen, wobei das kann er jetzt auch einfach mal. Also nein, ich hätte vielleicht Mara heilen sollen, meine ich natürlich. Aber das kann ich ja jetzt nicht machen. So. Ist ja auch egal. Wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Wenn man hier mal ein bisschen rumfällt. Dieses Runde aussetzen sich ziemlich nervig, muss ich sagen. Aber ich glaube, der Schnitt hat nicht so viel Schaden gemacht wie der Shuriken. Ja. Minus Combo. Wombo. Schade. Haben wir hier irgendwas? Ach nee, es ist wieder Mara, ja. Ach, und dadurch, dass ich jetzt Minus-Kombo habe, ich muss sozusagen erstmal Plus-Kombo bekommen. Damit ich diese Fähigkeiten einsetzen kann. Ja, im Zweifel muss ich halt irgendwie selbst herausfinden, wie es geht. Ich kann es irgendwie immer noch nicht wieder einsetzen. Ich meine, den MP habe ich doch eigentlich noch, oder? Naja, whatever. Was? Stellt euch gefälligst mir an, ihr erbärmlichen Mann! Über den Kopf des Ordenskriegers bringt. Dessen sollte ihr euch um das Zehnfache! Gibt natürlich noch mehr Power-Ups hier. Ich hatte gerade so das Gefühl, als hätte es geklingelt, aber ich glaube, das war nur in meinen Ohren. Vielleicht war das auch wieder irgendein Ingame-Ton. Oh, wow. Könnt ihr mal bitte aufhören, Mara einzugreifen? Oh, nein. Ich hoffe, wenn man... Die strengen sich ja echt... What the... Was zum... Da hatte ich doch jetzt gar keine Chance. War ich nicht irgendwie so komplett geheilt und... Okay, scheinbar muss ich mehr über das Spiel herausfinden. Dann beginnen wir in Part 4 bereits mit den Fails. Tja, beim nächsten Mal lese ich mir lieber durch, was Combo-Finishes sind, weil ohne die, mache ich jetzt gerade vielleicht nicht besonders viel. Ich mache jetzt einfach so lange Plus-Combo, bis ich irgendwas Tolles machen kann, hoffe ich. Naja, gut. Genau, das wollen wir jetzt erstmal sehen. Also bitte jetzt hier, komm schon. Wir schneiden jetzt einfach mal alle auseinander und lassen uns hier nichts vormachen von irgendwelchen Dämonen. Orgonen, was auch immer. Echt? Orgonen sind Dämonen, oder? So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Nicht alle Dämonen sind Orgonen, aber Orgonen sind Dämonen. Das ist mein Verständnis von Orgonen, ja, ja, ja. Auf jeden Fall ziemlich fies, dass die Gegner uns hier scheinbar irgendwie... Wenn ich wenigstens noch mal irgendwie eine Erklärung lesen könnte. Was macht denn Reflex? Physischer Reflex ausweichen vor zwei physischen Angriffen, okay. Was? Wie? Wo? Ich hab keine Ahnung. War das jetzt gerade Mara? Ah, das ist dann wahrscheinlich dieses Kombo-Ding, jetzt verstehe ich. Okay, cool. Das ist natürlich ziemlich stark. So. Naja, macht ruhig mal eure Power-Ups. Das hat euch vorhin auch nicht so viel gebracht. Halt, Moment, doch, das hat denen ganz schön viel gebracht. Ja, gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht wieder randomly umgeklatscht werde.
Das Doofe ist halt, dass Sai keine nächste Runde hat, aber ich muss ihn halt irgendwie heilen. Das ist. Habe ich gerade Minus-Kombo bekommen? Cool. Aber wenigstens kann ich jetzt nochmal Kraftwasser für sie selbst verwenden. Sehr praktisch, weil Sai jetzt effektiv zwei Runden ausgesetzt hat. Das finde ich nicht so cool. Weil alles, was ich jetzt gerade irgendwie mache, ist Sai hinterher zu rennen. Täter gegen verzweigt. So, und das ist natürlich sehr cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nichts habe, was Lebenspunkte heilt und diesen Zustand aufhebt. Das wäre hier auf jeden Fall sehr praktisch. Okay, ich denke mal, jetzt müsste. Ja, genau, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Sehr schön. So, dann schneiden wir wieder ein bisschen rum. Wir hatten ja vorhin E-Minus-Kombo, weil wir irgendwie unseren Heiltrank verwendet haben. Das war irgendwie nicht so cool. Okay, ich verstehe schon. Mara ist auf jeden Fall echt ein ziemlich cooler Charakter. Dadurch, dass wir mit zweimal zuschlagen können. Das lässt Sai ehrlich gesagt ziemlich erblassen und lässt ihn fast schon ein bisschen nutzlos aussehen. So, Moment, hier erstmal ein Objekt. Kraftwasser für Mara. Ich hätte vielleicht doch so eine Beere geben können. Naja, mach ich dann später. So. Weiter im Text. Dämonen verkloppen. Weil das so viel Spaß macht. Weil ich will uns das Spiel auch dazu zwingen, dass wir jetzt lernen, wie Kombos funktionieren. Also wenn wir Plus-Kombo haben, dann haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, danach zweimal hintereinander anzugreifen. Und danach vielleicht auch noch zu critten oder so. Oder würde ich jetzt einfach mal so verstehen. Naja, da draußen standen auf jeden Fall echt extrem viele Dämonen, also Orgonen, was auch immer. Sehr gut. Der hat noch ein paar wenige Trefferpunkte. Das bringt uns ehrlich gesagt so ziemlich genau gar nichts. Wenn jetzt einfach die nächste Armada reinkommt und... Nein, wir haben den Kampf hinter uns. Sehr schön. Juhu, eine ganze Menge Erfahrungspunkte und Level 4. Sehr schön. Ich denke mal auch, dass wir nach dem Kampf geheilt werden. Was das angeht, war das Spiel ja bisher sehr freundlich. Ihr könnt nicht gewinnen. Wir sind zu zweit. Aber ich gebe euch eine letzte Chance. Legt eure Waffen nieder und ich lasse euch unbeschadet abziehen. Also, was sagt ihr? Was soll das werden? Tötet sie endlich! Ich finde das auf jeden Fall ziemlich krass, dass wir am Anfang des Spiels schon irgendwie direkt, ich weiß nicht, Dämonen wegklatschen, als wäre das überhaupt nichts. Also sind Dämonen einfach nur so wie in D&D irgendwie Menschen mit plus 2 auf Angriff, so ungefähr, und plus 2 auf Weisheit und so ein Quatsch? Schauen wir schon. Hört nicht auf ihn! Dieser Feigling verlangt von euch, eure Leben einfach wegzuwerfen! Ist nicht schon genug Blut für eure Herren vergossen worden? Teleport, ich hab Angst! Ja, wir haben alle Angst. Wir sind kleine ängstliche Dämonen. Rüstum, verfluchte Feiglinge. Wieso können die sich einfach wegteleportieren? Easy. Also abgesehen davon, dass ich einmal gefailt habe. Wir müssen diesem Orgon hinterher, bevor er entkommen und Verstärkung rufen kann. Nein, ich will in die andere Richtung zurückgehen und speichern. Und das Spiel lässt mich das auch tun. Das finde ich cool. Dankeschön. So, Retter, ich hab dich echt mega lieb. Also nicht falsch verstehen, aber wenn das Spiel das weiterhin macht, dann finde ich das auf jeden Fall echt cool. Weil ich hasse es echt, wie die Figuren sagen, ja, wir müssen dringend weiter, wir dürfen nicht zurück zum Speicherpunkt. Außer da kommt dann direkt nochmal ein Speicherpunkt, aber ich als Spieler habe lieber die Sicherheit des Speicherpunktes, der dort irgendwo in der Nähe ist. Das muss das Quartier der Orgonen sein, die den Angriff auf Arat befehligt haben. Sehen wir uns mal um. Gut, dass sie das einfach so hier zurückgelassen haben. Ach cool, da kann man langlaufen. In anderen Maker-Spielen sind sowas ja so kleine Sachen auch immer Hindernisse. Das scheinen Notizen für die Strategie des Angriffes auf Arat zu sein. Tja, jetzt nützt es den Dämonen auch nichts mehr. Das ist scheinbar etwas, das wir nicht nutzen können. Kopf schütteln. Ein Schwammerl erhalten, okay. Was auch immer das sein soll. Also, ein Schwamm logischerweise. Regarschis Tagebuch, das lesen wir dann später mal. Ein Heilpuder. Äpfel. Aber die wollen wir natürlich nicht essen. Nein, kein Interesse an irgendwelchen gesunden Lebensmitteln. Warum essen Dämonen eigentlich Äpfel? Vielleicht waren das ja keine Äpfel, sondern Rubine. Halt, Moment, an denen hätten wir doch definitiv Interesse gehabt. Da hinten sehe ich doch wieder etwas funkeln. Ja, los. Lebenswasser. Okay, schade. Ich dachte schon, es wäre ein Bierdeckel. Na gut, halt, anderes Spiel. Gut, da kann man abgehen. Heim der Einheit. Was? Ort entdeckt.
Okay, wir haben scheinbar einen geheimen Ort entdeckt und bekommen dafür Erfahrungspunkte und AP. Was ich ziemlich cool finde, weil ich bin einfach nur nach links gelaufen. Diese Mistkerle. Was ist los? Arats Bewohner haben mir erzählt, dass hier oben ein kleines Waldstück sein soll, mit 100-jährigen Bäumen. Ein ruhiges Plätzchen mit hübscher Aussicht. Und jetzt haben die Dämonen alles gefällt, um ihr Lager bauen zu können. Ja, naja, keine Ahnung, so viel Wald war das scheinbar nicht. Ich meine, wenn diese Klippen hier komplett bewaldet waren, ich meine, wir sehen ja, wo überall Bäume gefällt wurden und so. Ich meine, es geht, es hält sich eigentlich in Grenzen. Was ist das? Wurde etwa ein Tier geopfert? Ja, mit so einem Opfer bitten wir Dämonen vor einer Schlacht um die Gunst unserer Ahnen. Hier wurde aber bestimmt zum Finsteren gebetet. Nicht, dass es überhaupt etwas bringen würde. Okay, ich denke mal, wir haben hier soweit alles gesehen. Aber ich meine, wir haben ja allein schon dafür, dass wir hierher gekommen sind, Erfahrungspunkte bekommen. Schrein D-Punkt-Einheit. Also die Einheit, logischerweise. Das Spiel arbeitet mit Abkürzungen. Das kann ich ihm auch nicht verübeln. Zweimal Zauberwasser halten, sehr schön. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut, dass wir hier eine ganze Menge Heilutensilien bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal zurück zu dem alten Speicherpunkt und probiere es hier nochmal. Wahrscheinlich kommt jetzt sowieso gleich nochmal einer, aber nur für den Fall der Fälle. Ah ja, genau, ich will natürlich nochmal das Tagebuch reinschauen, ne? Nicht, dass wir das hier noch vergessen. So, wo könnte es sich verstecken? Schriften. Regarschis Tagebuch. Seiten aus dem Tagebuch von Dämonenprinz Regarschi von Orgon. Oh, ich dachte jetzt gerade schon. Eintrag vom 23.07.257 O.Z. Ja, lesen wir logischerweise alles mal. Zur heutigen Zeit wird die Annalen Orgonias eingehen. Endlich hat mich die Versammlung der Fürsten als den unumstrittenen Anführer bestätigt. Sogar Avianien und Zalira werden mich anerkennen. Ach, diese Name Drops. Es war ein langer Weg, doch jetzt gehört der Thron endlich mir. Jetzt kann ich unser Reich zu seinem wohlverdienten Platz an der Sonne führen. Was mir bei den Namen irgendwie nicht so wirklich gefällt, ist, dass sie für mich nicht so wirklich eingänglich sind. Naja, außer Orgonia, das kann ich mir jetzt irgendwie merken, aber jetzt muss ich einfach nur an Orgien denken. Vielleicht kommt das ja auch daher. Ich würde ja am liebsten die alte Hexe und ihre Unterstützer einfach hinrichten lassen, aber meine Berater habe ich darum gebeten, sie nur unter Hausarrest zu stellen. Damit soll das Volk sich nicht gegen mich aufwiegeln lassen, aber sei es drum. Diese Königin hat mich lange genug behindert, also wäre der Tod noch viel zu gnädig für sie. Wir können das jetzt allerdings so lesen, weil wir Mara dabei haben, oder? Weil ich meine, Sai würde wahrscheinlich nicht die Sprache der Dämonen, also die Schrift der Dämonen lesen können. Und reden die alle Deutsch, Englisch, was auch immer. Tja, hätte sie sich nicht gegen Charons Willen gestellt und mir mein Geburtsrecht verwehrt, müsste sie jetzt nicht in ihrem Exil dabei zusehen, wie ich Orgonia zu Ruhm und Ehre führe. Okay, also ist Charon doch eine Person, scheinbar. Dann natürlich den nächsten Eintrag von... Wann auch immer, irgendwann in der Zukunft. Scheinbar einige Zeit später, vielleicht Monate, vielleicht auch Jahre. Wahrscheinlich Jahre. Ich habe Neuigkeiten vom jüngsten Feldzug in den Nagara bekommen. Anscheinend musste einer meiner Generäle ausgerichtet von diesem Lazar und seinem widerlichen Pack gerettet werden. Eine Schande für Orgonia. Meine Berater meinten zwar, dass ich den General nicht zu hart bestrafen soll, aber ich habe ihn kurzerhand trotzdem hinrichten lassen. Ich muss ein Zeichen der Stärke setzen. Oh ja, es ist so stark, jemanden einfach so hinrichten zu lassen. Hui. Das ist eher ein Zeichen des Wahnsinns. Das wird den anderen Heerführern eine Lehre sein, mich so zu enttäuschen. Dieser Lazar aber, seitdem er von Charon auserwählt wurde, liebt er sich immer mehr gegenüber uns Dämonenfürsten heraus. Jemand sollte ihm zeigen, wo sein angestammter Platz ist. Im Dreck, beim Rest des Pöbels. Ja, genau, dieser Eintrag war ungefähr 7 Jahre später und jetzt doch einmal 6 Jahre später. Bei den Hörnern meiner Ahnen, es scheint für mich wieder bergauf zu gehen. Die letzten Jahre hatte ich immer wieder mit kleineren und auch mal größeren Aufständen innerhalb des Reiches zu kämpfen und liege Tagebuch, ich pflege dich echt nur ganz schön selten. Im Nachhinein betrachtet hätten meine Berater mich warnen sollen, welche Konsequenzen die angeordnete Hinrichtung des Generals haben könnte. Doch das ist alles jetzt egal, denn Charon höchstpersönlich hat mich vor ihn zitiert. Er sieht mich wohl für einen wichtigen Auftrag vor und ich werde die Chance nutzen, mich vor ihm zu beweisen. Das sollte vor allem die Versammlung der Fürsten wieder auf meine Seite ziehen, wo sie sich doch in letzter Zeit immer wieder auf die Seite der alten Hexe gestellt haben. Ich bin der rechtmäßige Herrscher Orgonias und ich werde es ihnen allen beweisen, indem ich sie alle umbringe! Und noch einmal 4 Jahre in der Zukunft. Endlich komme ich dazu, das Geschehen der letzten Tage niederzuschreiben. Ja, ich pflege dieses Tagebuch wirklich nur äußerst selten.
Ich sollte es lieber aller 5-Jahresbuch nennen oder nein, aller 7-Jahresbuch. Der Finstere hat mich damit beauftragt, einen Feldzug durch Zeta an das Land der Götter anzuführen. Mit Orgonias besten Kriegern an meiner Seite reiste ich also durch ein Portal in die Menschenwelt und dort stellten sich uns Ordenskrieger in den Weg. Lachhaft. Dank meiner überragenden Stärke konnten wir sie natürlich spielleicht fichten und in der Nähe des Portals mit der Errichtung eines Feldlagers beginnen. Die Kämpfe mit diesen lästigen Ordenskriegern haben mich ganz schön ermüdet, weshalb ich vorerst die Planung meinem Gefolge überlasse. Sie wissen, wie wichtig unsere Aufgabe ist und sie werden die Soldaten schon dazu antreiben, das jämmerliche Dorf am Fuße des Berges dem Erdboden gleichzumachen. Ich bin zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein werden. Ach nein, das ist tatsächlich aus demselben Jahr. Na gut, dann ist es doch ein in letzter Zeit recht aktuell gepflegtes Tagebuch. Aber na gut, meine ja absolut gepflegten Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich. Ich würde mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dieser Speicherpunkt hat sich uns oft in diesem Part als dienlich erwiesen. ich würde mich über ganz viele nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Charon Zeta Chronicles Akt 1 Version 0.6, wo ich dann hoffentlich nicht wieder so oft rumfehle. Wobei ich glaube, der zweite Kampf hat am Ende auch nicht so lange gedauert. Aber hey, wir haben eine ganze Menge erfahren über die Orgonen, über den orgonischen Prinz. Und wir haben eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Wir haben einen geheimen Ort gefunden und. Und dann war da noch etwas ganz am Anfang dieses Parts. Ich will nicht daran denken. Boah, bis zum nächsten Mal. Tschüss.